Liebe Schach-Community, da bin ich wieder zu Hause aus gewohnter Umgebung, zurück aus dem Weißen Haus. Freestyle-Chess war gestern, jetzt mal beschäftigen wir uns wieder mit richtigem Schach, klassischem Schach. Und ich lasse es erstmal ein bisschen langsam angehen. Anfang des Jahres hatte ich ja super Vorsätze, gute Vorsätze. Und zwar wollte ich ständig Taktikaufgaben machen. Und zumindest habe ich Puzzle Rush regelmäßig gespielt auf chess.com. Und ihr seht es rechts, ich habe meinen Score verbessert mit der Zeit, mit viel Üben, von 43 auf 44 für 3 Minuten. Also ich merke schon, es bedarf sehr, sehr viel Training, um wirklich sich zu steigern, wenn man ein gewisses Plateau erreicht hat. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch Spaß dran. Ich habe jetzt aber letzte Woche überhaupt nicht gespielt, weil ich ja unterwegs war. Und jetzt möchte ich aber ganz locker wieder anfangen. Habe schon 2, 3 Runden gespielt und jetzt werde ich direkt weitermachen für euch im Video. 2, 3 Runden Puzzle Rush spielen. Mal gucken, wie es läuft. Ich hab Bock. Gehen wir rein. Ist natürlich sehr schnell. Ich weiß, das ist nicht für jedermann. Ist nicht jedermanns Sache. Puzzle Survival werde ich auch mal wieder machen, wo ich dann ganz langsam Taktikaufgaben löse und erkläre. Aber auch hier versuche ich so ein bisschen mit Gelaber das Ganze durchzuziehen. Komm, fangen wir an. Das ist Grundreihenmatt irgendwo, ne? Hier, zack, Grundreihenmatt. Grundreihenmatt. Da muss man immer alles schlagen. Grundreihenmatt fängt langsam an, ne? Das ist Läufergewinn hier. Das ist, was ist denn das? Das ist Matt. Das ist Matt. Das ist Matt. Anastasias Matt oder arabisches Matt. Ich vergesse mal, wie das heißt. Das war Materialgewinn einfach. Hier ist Matt. Hier ist Matt. Hier ist Gewinn der Qualität. Hier ist, was ist denn hier? Dame C5 ist Matt, ne? Und hier ist, was ist hier? Dame F7, komisches Matt. Hier ist, ach, hier ist ein Turm. Machen wir mal ein bisschen Schach hier, ne? Gehen wir Gas. Hier gewinnen wir den Turm. Hier setzen wir Matt auf der G-Linie, auf G7 besser gesagt. Das müsste E4 sein, ne? Ja, zack. Das ist Matt. Was ist hier? Weiß gewinnt einfach hier, zack. Da läuft der Bauer zur Dame. Das Matt auf C1, das war natürlich ein komisches Matt. Matt auf der Grundreihe. Hier gewinnen wir die Dame, danke. Hier setzen wir Matt auf F8, E8, was auch immer, Grundreihenmatt. Das ist hier bestimmt, ne? Und dann gewinnen wir den Läufer. Ne, ist Matt. Grundreihenmatt. Das müsste Matt sein. Wo ist das Matt? Dame D2. Was ist hier los? Hier ist Dame F8 mit Sicherheit. Und jetzt hier nehmen. Ja. Konnte ich gar nicht alles so schnell berechnen. Was ist das? Ich kann den Turm nehmen. Aber dann nimmt mein Turm. Dann zuerst Turm E1, Schach. Und jetzt nehmen. Hier nehmen wir jetzt... Wo ist hier der Gag? Wieso kann ich ihn nicht nehmen? Okay, da war kein Gag. Konnte man einfach schlagen. Ist hier G3 matt, Springer H3. Springer H3 ist matt. Das müsste matt auf F1 sein. Was ist das? Muss ich nach H8? Wieso kann ich hier nicht hingehen? Okay. Schach. H7, ne? So, was ist hier los? Springer D1 oder was ist hier? Springer D1, Turm F2, ja. Das ist Matt auf D2. Dame B5 hier, vermute ich mal. Schach. Und zack, zack, zack. So, hier ist Läufer F7 wahrscheinlich. Hier müsste Dame A5, ne? Hier Schachmatt. Hier gewinne ich den Läufer. Hier setze ich Matt. Wo ist das Matt? 39, das ist ganz gut. Alles richtig. Aber etwas langsam, ich bin eingerostet, ich merke es. Machen wir direkt weiter. War gut, oder? Seid ihr mitgekommen? Natürlich. Ah, Schlucktee am frühen Morgen. Aus der Big Greek-Tasse. Machen wir weiter. Das ist Grundreihenmatt, hier, zack. Hier, komm. Grundreihenmatt. Grundreihenmatt. Matt. Schachmatt. Nicht. Was ist hier los? Matt. Ne, wir gewinnen die Dame am Ende.
Das ist ein simples Matt. Was ist hier los? Das ist Matt auf A2, das ist Matt auf F7, das ist Matt auf B7, das ist Matt auf F7, F8. Hier setzen wir Matt auf F2, hier gewinnen wir den Turm, danke. Hier setzen wir Matt, hier setzen wir Matt, 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 H8 hängt. Ja, ja sicher. So, was ist hier los? Da hängt die Dame. Da hätten wir die Dame gewonnen. Hier gewinnen wir die Dame. Hier, das sind typische Motive, ne? Ah, kennen wir. Hier so, so. Hier ist Schach, nehmen wir weg, danke. Und das ist hier doppelt, das ist hier matt auf der zweiten Reihe. Was ist hier los? Schach, zack, Schach, zack, Schach. Ne? Und hier, wo ist das matt da? Das ist matt auf der Grundreihe. Hier ist bestimmt noch ein Turm. Noch ein Läufer. Danke. Matt. Wo ist hier das Matt? Turm hier ist Quatsch. Ne, hier, ne? Matt. G4 und Matt. Den können wir nehmen. Danke. Schwarz ist dran. Da tauschen wir die Mamas und der Bauerluft durch. Ah, Mama tauschen. Das Matt. Wo ist das Matt hier? Dame hier, ne? Ja, opfert da die Dame, ne? Hm, hätte ich auch gemacht. Oder auch nicht. So, hier. Schach, Schach. Damengewinn. Weiß ist dran. Ich vermute mal Turmtausch. Damit der Bauer durchläuft. Ja, hier hängt die Dame. Das ist witzlos. Hier ist es natürlich hier auf der Grund. Da war noch ein Läufer auf B6, deswegen Springer F8, Doppelschach, Schach, Schach, Matt. Das sieht nach Dame F7 und dann aus. König. Hier. Zack, zack, zack. Springer E2, Springer G3, Dame H5, Matt. Vergesst den Läufer nicht. Hier läuft das. Nein, König C7 zuerst. Das ist eine Ablenkung. Hallo? Nein. Nein. Ich habe jetzt so viel falsch gemacht am Ende. Nein, ich hätte die 40 locker geknackt. Ah, oh, da müssen wir kurz reingehen. Was war denn falsch hier? Ah, oh, das war billig. Das war billig. Natürlich muss er den machen. Ne? Ich muss König C7 ziehen, König B8 und dann den A-Bauern laufen lassen. Erst ins Quadrat reingehen. Das ist Quadrat. Erstmal den weißen Bauern aufhalten. Warum war das denn falsch? Dame D6. Ja, Läufer D6, deswegen. So, hier war. So, und jetzt Turm E4. Warte mal. Läufer E4 geht nicht wegen Turm E4. Dame E4, Dame E4, Turm E4 und Läufer G2 und ich krieg die Qualität. Er kriegt die Qualität wieder, deswegen Turm E4. Turm E4 hat den, ist der Unterschied. Läufer G2 geht nicht wegen Turm E1. Schach und dann Dame G2 matt. Ja, und auf den kommt natürlich der. In allen Fällen schwach, schwach TBG. Und hier ist natürlich Läufer D6 matt, meine Güte. Ah, Läufer D6 und... Achso, Dame C3, auch nicht. Dame D8 natürlich. Muss man sehen. So, eine Runde noch. Matt auf D1. Ja, Grundreihen matt, wie immer, zu Beginn. Hier ist F2 matt. Hier ist F2 matt. Hier ist E7 matt. Hier ist einfach ein Figurengewinn. Was ist hier los? Zack, zack. Ablenkung. Das ist hier matt. Wer ist dran? Weiß, ne? Hm? Weiß ist dran. Achso, ich gewinne den Turm. Oder die Qualität. Oder die Figur, besser gesagt. Matt auf der Grundreihe. Mhm. Wie gewinne ich hier? Bin ich doof? Es droht matt hier. Ach ne, der Turm. Hier. Hier gewinnt mit Sicherheit der Bauer, aber wie? Den hier, ne? So. Bauer läuft durch. Den. Ich muss den B-Bauern aufhalten. Das ist matt auf A7.
Das ist. Kann ich doch nehmen. Quatsch. Da hängt der Turm. Ein bisschen komische Aufgaben gerade. Dame A6. Muss man erstmal sehen. Hier, der König hier, matt auf der Grundreihe. Nicht Grundreihe, an der Seite. Am Rand, besser gesagt. Red doch nicht so ein dummes Zeug. So, so. Schach. Nein. Nehmen wir F4, da läuft er durch. Da, Doppelschachmatt. Das ist ein Klassiker. Den Klassiker müssen wir kennen. Das ist auch ein Klassiker, ne? Zack, zack, zack. Warum gucke ich trotzdem dreimal hin? C3 wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. Wo ist das Matt? Hier. Hier. Hinlenkung. Moment, hier. Der wahrscheinlich. Und jetzt die Dame gewinnen. Ne? Ja, hier gewinnt man mit einer Gabel. Hier gewinnt man so. Das wäre matt gewesen, deswegen opfert das Produkt fröhlich rum. Na, hallo. Die letzte habe ich noch kurz überlegt, ob ich König. Ich muss wahrscheinlich den ziehen, um ins Quadrat zu kommen. Ne, ich bin im Quadrat. B4 natürlich. Was überlege ich denn? Den, dann bin ich im Quadrat und der Bauer läuft dann durch. Einen hatte ich falsch. War natürlich eine billige Aufgabe. Mal gucken, was war das hier? Was mache ich denn? Das ist doch einfach matt hier. Oh, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, das war eine schöne Runde. Puzzle Rush. Ich habe immer wieder Bock, ich werde jetzt wieder weitermachen. Wie viel habe ich richtig? 40 ist okay. Nach einer Woche Pause, denke ich. Also ich schaffe jetzt immer häufiger Ergebnisse mit einer 4 vorne. Mein Rekord ist bei 44 jetzt. Aber ich habe es schon am Anfang erwähnt, es ist eine zähe Geschichte. Ne? Man muss sehr, sehr viel üben, um sich zu verbessern, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat. Bei Leuten, die jetzt nominell nicht so stark sind, dann geht das natürlich viel, viel schneller. Ne? Da hat man viel, viel schneller Erfolge, da verbessert man sich sehr schnell. Deswegen kann ich wirklich nur raten, und hatte ich da schon in den ersten beiden Videos gemacht über Puzzle Rush oder generell hatte ich erwähnt, Taktikaufgaben machen führt dazu, dass man sich schnell verbessert, ne? Gerade am Anfang. Ne? Also wirklich kann ich nur empfehlen, taktische Motive immer wieder üben, wiederholen, wie das bei vielen anderen Sachen auch der Fall ist. So, das wär's von mir für heute. Das war's von mir für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Schön, dass du noch da bist. Kennst du eigentlich schon Chessamy, The Big Greek Academy? Dort findest du eine Menge Kurse über Eröffnungen, Mittelspielthemen, Endspielthemen und eine tolle Serie über Weltmeister. Klick einfach auf das Banner und schau nach, ob auch für dich etwas dabei ist.